Hallo Lieben, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen League of Legends Aufnahme. Ich mache wieder in Anführungszeichen ein Experiment. Es ist nicht so ein großes Experiment, wie ich schon manche andere gemacht habe, aber es ist der Midlane Jhin. Und das Ding ist, ich glaube, ich brauche einen neuen Account. Ich glaube legit, ich brauche einen neuen Account, weil Blind Picks und Normals sind full of Assassine. Du hast momentan nur noch Assassinen. Picks, wir haben Akali, Nocturne, unsichtbarer Twitch. Die Gegner haben Tryndamere, Kayn und Qiyana. Was soll ich Midlane Jhin gegen Qiyana machen? Level 1, Level 2, okay, die gehören auch mir. Bin ich fein. Aber dann? Da wird es dann kritisch. Der einzige Fun-Faktor ist. Oh. Der einzige Fun-Faktor ist der, dass die Gegner meistens auch full squishy sind und du selber Damage machst. Aber im Prinzip kannst du Normals und Blind Picks hauptsächlich ja selber nur solche guten Fighter oder Assassine picken, um zu überleben. Deswegen, ich werde mein Bestes geben. Auch in diesem Gameplay erwarte ich schon die ein oder anderen Tode. Hexflash Alistar sah wunderschön aus. Und mal schauen. Kleine Hilfe noch von Twitch. Das ist ein AP-Twitch, by the way, was gut passt. Und da ist sie. Bin gespannt. Vielleicht ist es ja auch keine allzu gute Kia, ne? Okay, die Granate springt komplett in die falsche Richtung. Ich sollte eigentlich nach rechts jumpen und nicht nach links. Ich wollte die hinten über Qiyana poken und die Wave clearen. Stattdessen habe ich den 1 CS gar nicht mal bekommen. Yes. Sehr gut, vierter Shot. Der virtuose Jhin. Dem geht einer ab auf die 4. Kayn ist zum Glück nicht so ein guter Early Jungler. Dementsprechend kann ich hier hoffentlich ein bisschen farmen. Da, wie gesagt, Level 1, Level 2, das sind noch so meine Level. Und sobald es Level 3 ist, könnte die Wave kippen. Ich stelle die Pflanzen mal ganz gerne an den Seiten des Rivers auf, um Sicherheit zu bekommen. By the way, ich spiele mit Dakarvis, ne? Das heißt, sie muss einmal low bekommen. Einmal low genug bekommen. Hat sie Teleport? Nein, ich habe aber Teleport. Ja, was wird da genommen? Das Element? Das heißt, Kayn ist da, ne? Das war relativ offensichtlich, fand ich. Nein, aber okay, das geht noch rein. Immer noch kein Dakarvis-Stack. Es ist so close. Gönn doch. Gönn doch den Dakarvis-Stack. Okay, sie bleibt low, weil sie keine Tränke mehr hat. Das ist gut. Wenn der Jungler nicht kommt, sind wir hier fein. Durch das Nachladen kriege ich auch hier den Stack nicht. Jetzt wird sie weggehen. Kriege ich den Stack hier? Nein. Okay, kein Dakarvis-Stack leider, aber wir dominieren bis jetzt. Das ist das Wichtige. Meine Granate. Leicht fragwürdig das eine oder andere Mal. Der Kenne-Minion Fokus die Minions hinten ganz gerne. Warum auch immer. Wir farmen weiter. Ich glaube, ich bleibe sogar noch hier. Ich glaube, ich bleibe sogar noch ein bisschen hier. Und noch ein vierter Schuss. Wo bist du? Verpasst weit das CS, obwohl sie einkaufen war, weil sie nur eine Träne hat. Traut sie sich nicht zu engagen im Endeffekt.
Schade. Da knockt er noch nicht Level 6, der ist gerade Level 4. Alistair und Nocturne ziehen sich zurück, gehen zum Drake. Ja, ich muss es geschmeidig angehen. Ich muss es hier geschmeidig angehen. Stark, dass sie den nimmt, ne? Den nimmt sie auch. Und schon ist sie Half-Life. Geil. Sie wird hier queuen müssen. Macht es so mit der... Haben wir jetzt wieder ein DC? Ist er gewordet? Geil. Das ist gerade so angenehm an der Position, wo ich einfach stehe, dass gepusht ist. Ich habe leider keinen Flash mehr. Hier kann ich wenigstens farmen sozusagen. Ich brauche die Mana, um sie zu killen. Ich habe auch immer noch Teleport. Sehr, sehr viel Gold. Alistair mit Internetproblemen. Es bleibt dabei, aber er scheint zu versuchen, wiederzukommen. Yes! Was ein Hit! Was ein Hit in ihren Jump, als wäre es predicted gewesen. Und wir kriegen so viel an der Stelle. Schade, Kenny mir hier verkackt, aber wenn wir hier noch eine Platte bekommen. Könnte sogar fast auf 2 greeden. Wir haben so viele Minions hier. Oh oh, oh oh. Nicht, dass sie mich hier engaged. Jin, are this your promo match? Achso, Alistair schreibt, weil ein Sturm aufzieht. Okay, sehr interessant. Galeforce, das. Ja, ich TP direkt Mitte. Wir müssen die Eingänge hier zumachen. Dreierboots bringen gegen Qiyana tatsächlich nicht wirklich was. Es ist nur generell Mobilität auch gegen Kayn. Wait. Ich wollte gerade sagen, da muss doch ein Pink Ward drin sein. Ah, was ist los? Wie sie mich wollen, was hier los, Alter? Da bin ich ja doch ganz froh, dass ich die Dreierschuhe habe. Na, was schreibt der Nocturne? Ich meine, wir sind hart in Führung. Vielleicht gönnt er ja auch, ne? Thank you. Sehr, sehr lovely. Den zweiten Blue Buff zu kriegen von einem Level 6 Jungle ist auch nicht ganz Standard. Ich muss leider hier diesen Pink Ward erwischen. Der macht mir Sorge. Wenn ich da reinlaufe, da kann mich Qiyana eigentlich ziemlich gut holen. So muss ich ein bisschen kehren. Nice, die Granate. Jetzt habe ich, kann ich vielleicht ganz kurz hier reingehen. Aber wie gesagt, sobald ich hier reingehe, müsste sie mich eigentlich suchen. Botlane goes deep. Ja,
Schade. Hätte ich IW getroffen, hätte ich auf jeden Fall einen Support und Akave-Stack bekommen. So viel Damage. Oh. Nocturne Ult? Be ready, Bro. Kam einfach nicht ran. Feels fucking bad. Da habe ich ein bisschen reingebaitet. Leider. Es tut mir ein bisschen leid. Ganz kleines bisschen. Kurz entschuldigen, damit der sich beruhigt. Alistair ist zum Glück wieder da. 11-3. Das Game wirkt ein bisschen so, als hätte es sich aufgelockert. Viele Leute in der Mitte. Wait, die hat keine Dings. Die hat keine Ultimate, ne? Galefoss, um da mehr zu machen. Jetzt komme ich hier. Kann sich hier überleben. Drei Leute top. Drinnen mehr Ult. Hier mal den holen, oder? Jetzt flashen sie beide. Like, come on. Jetzt flashen sie beide. Ach, Alistair hat die Seed. Er läuft praktisch an ihm vorbei. Schade, ich hätte sie haben können, wenn ich den vierten Shot hätte, ne? Zwei, 114 CS. In der Ruhe liegt die Kraft gerade. Danke, Twitch. Ich habe nämlich schon wieder verbrezelt. 7-1 Twitch. Third plating will fall soon. Lass uns hier nochmal. Deswegen ist das Game so verstreut. Und deswegen ist die Janna auch hier die ganze Zeit, ne? Let's go. Ja. Keine Ahnung, was mit der Senna los ist. Die hat da wirklich, glaube ich, gerade versucht. Er will den Tower wahrscheinlich einpushen. Das mit dem Alistair, ne? Ich kenne das. Ich kenne das. Ich bin voll im Djinn-Element gerade. Man merkt es wahrscheinlich auch. Den Tower nehme ich noch kurz. Das meine ich, die Gegner haben zum Glück nicht so die Ultimativ. Kommt er echt ran?
Komm. Ich nehme sie beide mit. Ja, ich glaube, mit Heal oder Exhaust wäre das Spiel vielleicht noch cooler, aber ich habe Teleport. Nimm beide mit. 4000 Gold. Gale Force ist am Start. Collector und FC kommen als nächstes. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt von den lieber habe. Das bringt mir Lauftempo. Brauche ich überhaupt FC auf Gym? Nee, ich glaube, ich sollte Collector früher bauen. Gianna All-In auf Twitch. Hat keine Chance. Muss direkt passen. Das ist schon bitter, ne? Also, es hätte auch andersrum laufen können, wenn die Gianna ein paar Kills hat. Bin ich instant dead. Schade! Ich glaube, es wäre possible gewesen, da ranzukommen, wenn ich den Zap hätte. Gegner surrendern. Ah, wieder so ein Stomp! Diesmal hat die Jenna gequittet, scheinbar, keine Ahnung. Ich hatte Spaß mit deinem Mid-Game-Gin-Gameplay. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele harte Stomps kommen, weil ne, das sind ja eigentlich genau die Gameplays, die wir sehen wollen, wo es läuft, wo man kracht, wo man eskaliert. Unser Alistar war scheinbar auch weg, also es war quasi eine Art 4 gegen 4. Wir ehren in dem Fall den Twitch, der hat sehr schön gespielt. Gucken unseren Damage Graph an. Ich freue mich sehr, dass der Djinn Mitte gefruchtet hat. Damage stimmt und es wäre so witzig gewesen. Jetzt Gameforce Snipe noch auf Trinamere, perfekt. Danke für eure Zeit. Daumen nach oben nicht vergessen. Haut rein. Macht's gut.